Hallo, herzlich willkommen vom Bus-Dealership oder auch vom Bus-Händler. Wir befinden uns hier bei der Auswahl von verschiedenen Bussen und müssen natürlich jetzt Erdgasbusse, wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt, kaufen. Und dazu haben wir natürlich auch eine neue Route, die wir erstellen mussten und müssen. Und das zeigt euch der Toni, der heute wieder mit dabei ist. Hallo. Genau, hallo. Gibt nicht viel, großartig viel zu zeigen. Das ist die hellblaue Linie hier. Das ist unser Golden Shuttle, weil es geht vom Highlander Park zum Gold Island. Und ich würde sagen, ich zeige euch die einfach mal kurz. Wir können die mal in Bearbeitungsmodus gehen. Es ist eine ausgewogene Linie, was die Nachfrage angeht. Wir starten am Terminal, fahren wieder unseren typischen Schleifenmodus, fahren einmal hier herum bis zu Gold Island runter, ballern über die Autobahn oder den Highway oder was auch immer das dann genau ist, zur North Mall, nehmen nochmal den Norden etwas mit und fahren dann zurück zum Busterminal. Und das machen wir mit dem Crossway LE von Iveco. Nimmst du den möglichst größten mit den meisten Fahrgästen? Den, das, ja, das ja. Sind, das müsst ihr hinhauen, die haben alle so um die 70 bis 80 okay, sehr gut. Personenplatz. Weil wir müssen ja nämlich 25 nach Gold Island Tourist Center bringen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, und der Bus ist extra so ein bisschen hier gemütlich für Überland, da kann man vorne tief einsteigen, Low Island Entry deswegen. Okay. Und dann nach das hinten ist das hin, erste. Man so. Das erste Ziel, was wir überhaupt auf der Route anfahren. Ja, kann ich das nochmal hinzufügen? Nee, ich kann die nicht zweimal hinzufügen. Das ist schade. Du kannst sie nicht hin und zurück anfahren. Du kannst sie nur einmal anfahren. Das ist doof. Das ist das Tourist Center, ist das erste, was wir mitnehmen, wenn wir nach Gold Island reinfahren. Okay, sehr dann gut. Dann fahren wir nämlich einmal über den Harbourway, West Cove und über die alten Silos. Dieses Island Inn, das kann man leider nicht so gut mitnehmen. Das ist eher, da fährt man hier rum und nochmal hier rum und dann das ist ein Geier. Ich sehe schon, Aaron hat gerade den Erdgasbus gekauft. Genau, dann würde du hast ich nämlich, die Route erstellt. Genau, die Änderung übernehmen. Ich habe hier noch gesehen, es gibt auch die Hauptverkehrszeiten und da sieht man bei unserem Golden Shuttle, das ist ausgewogen. Hier sind welche, die am Abend eher präferiert werden, gerade unten im Gold Island. Ne, warte, das sind die oben. Gold Island ist alles tagsüber und bis auf das Transitterminal ist eigentlich alles andere dann im Highlander Park und das ist das St. Anthony und naja, doch, Highlander Park gehört das noch dazu. Das ist eher so die Abendroute. Also 5-5 am Abend, 5 am Tag. Perfekt, da können wir eigentlich, brauchen wir nicht in der Nacht fahren, theoretisch. Ansonsten gerne hier einmal noch, das zeige ich, wie ihr über dieses Vollzeitbusfahrzeug zuweisen. Genau, das ich hätte ich jetzt uns auch gemacht. Genau, es müsste soweit fertig sein. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt fahren, oder? Genau, fährst du mal, wo der startet? Theoretisch doch am Terminal. Nee, ich starte da, wo ich gerade noch mit meinem Bus stehe. Weil du den jetzt noch hast. Genau, ich fahre jetzt zum Startpunkt sozusagen, wahrscheinlich. Hatte ich das genau, Transitterminal A plus H fahre ich jetzt hin. Da kann ich mich immer warten. Jetzt hat ich mir das quasi noch gehört. Ein bisschen die Testfahrt jetzt noch. Ja, ja, du konntest zwar vorher schon. Ja, hey, habe ich aber übersprungen. Hallo. Hallo, Sie wissen schon, dass Ihr Gelenk da auf dem. Alter, der. Wie fahren denn Sie? Also den müssen wir kündigen. Wer ist das? Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Ich sehe nicht, wer das ist. Also, hat ein grünes Outfit an. Mit einer grünen Schirmmütze. Und der hat hier den Citaro geparkt wie, keine Ahnung. Das geht so nicht. Wissen Sie, das geht so nicht. Das können Sie nicht, das kannst du doch nicht bringen. So, Route 5 Citaro G kommt hier an. Wir haben ja gar kein so richtiges Personalverwaltungsmanagement mehr dabei, diesmal oder? Diesmal nicht, nee. Na, in diesem. Fährst du die H rein oder zur A? Das muss ich. Ich glaube A, oder? Gleich erst sagen. Ja, du fährst zum A. Da muss ich erst mal gucken, wo das ist.
Weil natürlich sieht man das an den Bussteigen nicht. Da bin ich vorbei. So, da hinten kommt er. So, du fährst bestimmt rechts hoch. Ja, ich fahr rechts hoch, A. Ja. Golden Shuttle Crossway LE kommt in 5 Minuten an. Na fast. Sehr schön. Hallo, Kollege. Guten Tag. Ja, reinspaziert, junger Mann. Schöner neuer Bus. Na, erstmal begutachten, ne? Ja, der duftet auch noch. Hier vorne ist es wunderbar. Was sagst du? Ich habe aber natürlich noch die günstige Ausstattung hier mit den Sitzen. Ja, das ist noch relativ das passt billiger schon. Bezug, ne? Ich mach mal kurz Probe sitzen. Ja. Ja. Knarzt. Nee. Bisschen, aber ja, das liegt wahrscheinlich eher an dir. Gut gefrühstückt. Gucken Sie mal da drüben, der Citaro G, ne? Wie dumm da steht. Naja, ich sehe von hier ja nicht viel, ob der dumm oder nicht dumm da steht, aber du wirst es anscheinend schon gemerkt haben. Naja, ich habe den Fahrer erstmal zur Sau gemacht. Jetzt fährt er ja weiter. So, gucken wir mal noch an. Shit. Jetzt dreckig ich noch auf dem Boden. Ansonsten, ich habe noch keine Lackierung oder sowas drauf gemacht. Dann müsst ihr später in der Lackiererei vielleicht noch erledigen. Sieht doch ganz schick aus erstmal. Da sehen die Leute, der ist neu. Weißt du? Ja. Und dieser, dieser Neubusduft. Dieser muffelige Duft aus den 70er Jahren, einwandfrei. Ansonsten drei Türen, ne? Also ja, wie man sieht, hinten auch. Da für schnelles Ein- und Aussteigen. Na dann. Wenn sie wieder Schwarzfahrer sind. Hüpfen sie mal rein hier. Und dann würde ich sagen, auf los geht's los. Ne? Auf los geht's los. So. Dann schauen wir mal, wo wir die ersten Fahrgäste einladen können. Achso, außerfahrplanmäßig, ich muss noch irgendwie... Musst du noch zu einer Route hinzugefügt werden? Ich muss das wahrscheinlich irgendwie nochmal irgendwo übernehmen, oder? Wo kann ich denn? Zumindest außerfahrplanmäßig, Golden... Oder steht außerfahrplanmäßig immer dabei? Nö, eigentlich steht da mal Linie irgendwas, ne? Wo kann ich denn... Aber der E-Weg... Oh, jetzt habe ich eine... Scheiße. Vollzeitfahrzeug. Ich mache mal jetzt fahren. Ich habe den jetzt nochmal hinzugefügt. Ja, es wird schon passen. Wahrscheinlich, weil ich halt wirklich außerfahrplanmäßig... Du hast ja gesagt, kommt eigentlich erst in 5 Minuten oder so. Ja. Ah, okay. Also der Iveco... Jetzt kam Transit Terminal. Jetzt muss ich hier wieder... Jetzt muss ich rüber zur H, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja. Mal. Ja, wir müssen natürlich Fahrgäste mitnehmen. Noch, ja, und wir brauchen noch zwei weitere Busse. Ja? Und also der Iveco hat so viel Platz, dass er 2 von 5 quasi bedient. Jetzt verstehe ich das auch, wie man das lesen muss. Du hast nämlich bediente Nachfrage 2 von 5 plus, das kannst du nicht lesen, da musst du auf irgendwo anders hinklicken. Wo hab ich denn das? Ah ja, auf dem Fahrplan. Und dann siehst du oben rechts Vollzeit. 2 von 5 dieser Iveco Crossway. Der hat so viel Platz, dass er quasi die Nachfrage 2 von 5 bedient. Und jetzt ist nämlich wahrscheinlich mal größenabhängig. Was wir vorher gar nicht größenabhängig hatten im Bus Simulator 18, ist jetzt mal implementiert. Und zu Hauptverkehrszeiten möchte der, tatsächlich ist das Früh und Abend, das ist die halbe Sonne, da habe ich ein bisschen Quark erzählt scheinbar, das ist die Hauptverkehrszeit und da müsste noch ein kleiner dazu fahren. Also ich kann mal gucken, ob ich hier Busse shoppen kann, währenddessen ich hier natürlich cool... Musst du mal gucken, habe ich nicht gefunden. Mit dem Aaron rumfahrt, der sich hier verfährt. Ja, anscheinend hätte man gehen und... Hä? Ich war rechts drin, da hat er mir aber auf dem Navi angezeigt, ich muss eigentlich hier links rein. Jetzt bin ich links drin, zeigt mir auf dem Navi, ich muss rechts rein. Okay, so wird's nix. Weiter geht's. Schade. Du kannst einfach in die Garage gehen. Ja. Lol. Dadurch, dass ich mit dir mitfahre, bewegt sich ja meine Kamera. Mhm. Du bist gerade rechts abgebogen, oder? Ja. Dadurch bewegt sich meine Kamera in der Garage. Als würde ich halt mit rechter Maustaste herumgucken. Es ist ja mal Wahnsinn. Du kannst in die Garage gehen und dann hast du unten weiteren kaufen. Ja, aber dann kaufst du nur den gleichen nochmal. Du kannst ja nicht dann neu auswählen. Achso, dann geht das oder? Unternehmenseinstellung. Nee, Statistik. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, vielleicht. Geht nur das...
Fahrzeug wechseln, anpassen, Name bearbeiten, abbrechen. Ja, da komme ich wieder hier hin. Was machst denn du jetzt? Journal. Ah, jetzt hier DLC-Quests im Journal sehe ich das. Die Kartenerweiterung. Begib dich zur Markierung auf der Karte, um diese Quest zu beginnen. Sehr gut. Lustigerweise wird die mir aber nicht angezeigt, oder? Also ich sehe nichts Grünes. Irgendwo jetzt großartig. Nö. Weird. Naja. Warum sind wir denn außer Fahrplan mäßig, Toni? Sonst gib den mal zurück. Und. Habe ich schon. Ich habe gerade C gedrückt gehalten. Oder ich steig mal aus und mach mal hier draußen dran. Shuttler kommt in einer Minute an, okay. Ja, das ist ja der hier. Aber der fährt auch nicht mehr weg. Sonst übernehmen wir beide mal einen anderen und der soll ja mal für sich fahren. Ja, dann fahre ich mal kurz irgendwie auf irgendeiner Shuttler-Route. Ich nehme den Dennis mal. Dennis, hab ich gerade schon, sorry. Willst du fahren? Oder kontrollierst du nur? Dann übernehme ich halt hier den Citaro K. Fahrzeug übernehmen. Und dann gehe ich wieder in den Golden Shuttle. Nein, ich möchte ihn übernehmen. Klar, nur zu. Ja. Ich kann jetzt nochmal neu, Vollzeitfahrzeug, nochmal neu zuweisen. Zurück und jetzt fahren. Und zwar den Iveco Golden Shuttle. Aha, dieses Fahrzeug fährt bereits aktiv durch die Stadt. Du hast folgende Möglichkeiten. Auf Weg zurück zu Bustepor Highlander Park mitfahren. Diese Route trotzdem mit diesem Fahrzeug starten, bricht die aktuelle Route des Fahrzeugs ab. Auf Weg zurück zum Bustepor Highlander Park. Also, oh nein. Route abbrechen. Ich habe die Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Aha, die Fahrkarte in einer anderen Hose vergessen. Na, das holen wir uns jetzt gleich zurück. So, D und E. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall D. Das ist natürlich wieder kein schönes Fahrgefühl. Oh Mann, warum fährt er nicht? Ey! Oh no. Oh, ich bin angeeckt. So, jetzt halte ich mal kurz. Ach so, es gab doch noch irgendeinen Knopf, mit dem du. Warte mal, es gab doch einen Knopf, mit dem du die Route irgendwie. Taste N oder sowas war das doch, oder? Mit dem man die Route auswählt. So, also der 6 Shuttler, der fährt jetzt. Hast du den Crossway übernommen? Ah ja, du hast bin den. Bin ich wieder drin. Irgendeine Taste war das doch, mit der man das... Moment, Einstellungen. Steuerung. Sonst geh mal raus. Lass den mal stehen. Ja, wenn der alleine gelassen wird, fährt er zurück zum Depot. Dann sollte er mal zum Depot einfach zurückfahren. Und dann... Der ist ja dann auf der Linie. Ja... Vielleicht ist das Problem, wenn du einen neuen kaufst, dass du den erstmal hinfahren lassen musst. Okay. Oder fahr den selber fix zum Depot, das geht ja wahrscheinlich schneller. Dann nehme ich den jetzt von der Route runter. Ich steige jetzt einfach in was anderes ein. So, der ist frei. Ja. Alternativ machen wir sonst erstmal die andere Quest mit dem die DLC. Ja, der hat jetzt auch ein graues Ding. Ja, es ist ja grau. Und der hat auch keine Routenzuweisung. Das, ja, vielleicht musst du tatsächlich, wenn, wie du sagst, erstmal zum Depot fahren. Bevor der irgendwie als Hauptverkehrsfahrzeug dann eingesetzt werden kann. Genau, der ist eigentlich dem Shuttle zugeordnet. Na gut, er ist ja fast beim Depot, ne? Da ja. Warten wir mal kurz. Gut, währenddessen... Also ich habe es auch nicht gefunden. Ich dachte eigentlich, man kann irgendwo einfach welche kaufen. Währenddessen mache ich eine Schnellreise zum Dealership. Denn wir haben noch 195.000. Das könnte knapp werden. Viele kosten 240.000 oder so. Musst du mal gucken. So, jetzt ist der Bus im Depot gleich angekommen. Ja. Fährst du mit? Nee, ich gucke auf der Karte zu. Ich gucke, wie er da jetzt gerade. Ach, hier ist es. Jetzt ist er da. Jetzt ist er im Depot drin.
Fahrzeugauslastung, so heißt das. Oh, der teuerste. Capacity 11, Fahrzeugauslastung hat ja bei 5. Sehr cool. Das heißt, der Capacity L würde die Route, die ich gerade erstellt habe für Gold Island, würde der komplett bedienen. Ja, geil. Verkehrszeit. Hat übrigens funktioniert, tatsächlich war das. Ja. Jetzt bin ich drin, jetzt steht da fahrplanmäßig. Ich kaufe mal einen Citaro K nochmal. Ja. Mal. 29 zu 40, 26 zu 60, mehr Stehplätze, immer gut. Testfahrt. Warum muss ich denn immer eine Testfahrt machen? Nee, du musst einfach bloß dann rausfahren aus dem Dealership. Aus dem Gelände da. Darum geht's. Ja, ich weiß, aber warum muss ich denn immer da erstmal rausfahren? Warum kann ich das nicht direkt kaufen? Das ist ein Feature. Das ist nur der Bug zu Feature. Ja. So. Natürlich muss ich erstmal die Türen zumachen. Und jetzt können wir... Warum gibt er immer übelst Gas und dreht erstmal durch? Das ist doch dumm. Macht meiner auch. Ist irgendwas in der Einstellung mit dem Lenkrad wahrscheinlich. Das ist doch scheiße. Oder mit den Pedalen. Ja. Dämlich. Alter, der hat nicht mehr gebremst, weil die Meldung kam, Bus kaufen. Und deshalb bin ich angeeckt und jetzt gab es erstmal Reparaturkosten. Ja. Oh, das Na ist gut. Dumm. Können wir uns leisten. Haben wir doch. Oh, das ist dumm. So, ich bin auf Gold Island. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Depot einfach. Dann fahren wir jetzt hier rechts rum raus. Einfach hoch. Ja, gut. Achso, warte. Hast du den Bus jetzt schon komplett übernommen? Ja. Und der ist auf Gold Island gestartet, ja. Oder was? Ja. Ja. Ah, okay. North Arbor Way. Nächste Haltestelle West Cove. Möchtest du in West Cove zusteigen? Ja, dann lasse ich den hier. So, einmal wieder durchschalten. So, was jetzt hier rechts hoch oder was? West Cove. Achtung, da ist eine. Ich sehe dich nicht. Ach so, nee, warte, dein nächster ist North Harbor Way. North Harbor Way, stimmt. Und danach West Cove. Ja. So, North Harbor Way, da steige ich zu. Ich dachte gerade, das eben wäre schon North Harbor Way gewesen, aber okay, anscheinend ja nicht. Alter! Die überfahren mich einfach! Nee. In 12 Minuten? Hast noch Zeit. Ja, ich habe Verspätung. Auch unsere Fahrgäste werden einfach überfahren. Wirklich, ey, das ist bestimmt diese Gold Island hier. Naja. Hallo! Lang nicht gesehen, ne? Alles gut? Ja, bin leider zu spät. Alles gut soweit. Sehr schön. Bus fährt sich schön. Das ist in Ordnung. Ja, kann man mitarbeiten. Der beschleunigt zwar am Anfang immer im ersten Gang ganz komisch, aber ansonsten. Aber das sind wir ja gewohnt, ne? Das ist ja fast schon typisch. So. Ansonsten schön angenehm, das kann man schon sagen. West Cove. So. Dann setz Wie viele Fahrgäste haben wir denn schon drin? 2. Atemberaubend, ja? Okay. Immerhin. Hauptverkehrsfahrzeug hinzufügen? Ne, Vollzeitfahrzeug. Mercedes-Benz Citaro K. Genau, und der hat jetzt nämlich eins noch hinzugegeben. Jetzt haben wir 3 von 5 Vollzeitauslastungen. Da können wir uns demnächst mal auch ansetzen. Oder ich, währenddessen ich hier mitfahre. Oder du, ja. Wenn ich mal fahre. Dass wir da ein bisschen effizienter unsere kompletten Routen, die jetzt schon existieren, mit Bussen bestücken können, damit die einfach Geld bringen. So. Was jetzt sehr schade ist, du bist bei dem Tourist Center losgefahren scheinbar. Und eigentlich müssen wir Leute dahin bringen. Von oder nach? Also müssen halt mal irgendwie halt am Ende da wieder
Fahrgäste absetzen. Ja, genau, aber du, also das ist halt, du, da war kein Bus drin. Genau. Als du von da aus losgefahren bist. Achtung, da ist eine Radarkontrolle als nächstes. Okay. Auf der Strecke. Oh, sieht das schön aus, hä? Finster? Also, grafikmäßig jetzt nicht atemberaubend, aber ich meine, Szenerie ist ganz schön. Idyllisch. Okay. Idyllisch. Oh, jetzt hier kommen sie alle rein. Hallo, herzlich willkommen im neuen Bus. Riechen Sie auch den neuen Busduft? Manche Musikgenres von Directions gefallen mir besser als andere. Ah ja. Schon wieder jemand erwischt? Na klar, hier schon einen zweiten. Achtung, Radarfalle. Ach, die geht in die andere Richtung. Ist das nicht wunderschön? Die hat gerade die Radarfalle wunderschön genannt. Mensch, ich bin so groß, ich gucke an die Scharniere, nee, nicht Scharniere, an die Führungsschiene der Tür. Hallo. Old Silo. Ja, ja, das alte Silo. Da reinspaziert. Ui, kommen aber viele von ihren Wanderschaften zurück. Nee, die sind jetzt nur eine Station mitgefahren. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Naja, hat schon wieder einer keine Fahrkarte gehabt. Ja, ist wirklich, also das ist mehr, ne? Oh, guck mal, da hast du einen Steg. Kannst du die Aussicht beobachten? Also wir müssen noch eine Runde rumfahren. Zum Schluss will ich auf dem Steg stehen. Okay. Obwohl wir jetzt schon wieder 20 Minuten hier verbracht haben. Ich glaube, das wird nichts. Aber das kriegt man irgendwann schon nochmal hin. Das ist mein Ziel für die nächste Folge. So. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Hütchen auf der Straße einfach. Hütchen? Hab ich nicht gesehen. So orangenen Hütchen. Hab ich jetzt nicht wahrgenommen. Kegel. Das Problem ist, wir müssen halt jetzt nochmal in die Stadt fahren. Ja. Und dann wieder zurück, dass du überhaupt erstmal jemanden zum Transit, zum Tourist Center bringen kannst. Und nach von da aus weg. Ja, ja, aber von hast du ja, du bist ja vom Tourist Center gekommen. Das ist ja das allererste auf Gold Island, was du angefahren bist. Und da war ja niemand drin, sonst hätten wir ja schon mehr als 0 von 25. So. Der Aaron sitzt bei mir auf dem Dach. Echt? Also dein Name zeigt zumindest auf dem Dach an. Ja gut. Weil du halt den Bus fährst. Ja. Aber es ist trotzdem, also wenn ich vor zu dir gucke, sehe ich nicht Aaron, sondern oben rechts oder so. Ja. Jetzt gibt's hier, guck mal, eine tolle Aussicht hier übers Wasser. Ja. Ja, ich sehe halt nicht so viel. Weil diese Fenster sind etwas klein. Du kannst auch keine Außenperspektive anmachen, oder? Wie ging das nochmal? Rausscrollen? Rausscrollen oder F1. F1? Nee. Kann ich gar nichts machen. Hä, aber eigentlich... Achso. Ja, sobald du im Bus bist, bist du immer in der Ego-Perspektive. Denke auch. Sie fahren aber zackig hier. So. Wenn ich jetzt Fahrzeug übernehmen klicke, was passiert da? Probier's aus. Nee. Wir wollen keine Unfälle. Aber die Steine sehen mal besser aus, ne? Ja, also, das stimmt. Das müssen wir lassen. Das sind noch die von der letzten da Erweiterung. Oh, guck dir mal links den Leuchtturm an. Hm. Schick, schick. Historisch. Jetzt gucken wir mal hier links. Ist das dann... Nee, das ist dann Pecunia, was wir jetzt hier linker Hand zu sehen, oder? Nee, das ist schon Oakwood. Mit den Hochhäusern, Chinatown hinten. Ist das das, wo wir her... Ja, klar, da kommen wir ja her. Cool. So. Ja. Die nächste Haltestelle ist dann die North Mall. Ah ja, da kennen wir uns aus. Dann fährst du nicht direkt links zum nächsten Terminal wieder, sondern du fährst noch geradeaus durch, dann zur South Amador Street vorbei, dann weiter zum Highlander Park Hotel und dann drehst du, also dann fährst du quasi runter zum Transit Terminal und dann geht's von vorne los. Und die Haltestellen, die du jetzt noch bis zur North Mall hast, die du jetzt also ja gleich vor dir siehst, also wie kann man sich denn so reindrängeln? Die nimmst du dann auf der anderen Seite mit. Ja, das ist auch schwierig zu sehen auf dem Navi. Ja, ja, deshalb sage ich es ja, ne? Ja. Das ist rot, mein Freund. Oh, naja, wir haben Bus. Vorfahrt halt. Wir haben Bus. Wir haben Bus. Ist das hier North Mall? Nee, auch nicht. North Mall ist rot-grün, was macht das für einen Unterschied, hat sie gesagt. Oder eher. Ja, das sage ich auch immer. Genau.
Und jetzt hier rechts rein müsste es sein. Naja, hier ist die North Mall. Ah ja, wir kommen von der anderen Seite diesmal, stimmt. Nee, von der Seite fahren wir immer rein. Nee, wir, ja schon, aber wir sind gerade in Straße hier von der anderen Seite. Genau. So. Hallo. Wiedersehen. Herzlich willkommen. Aha. Hallo. Ja, regt sie sich auf, weißt du, die Arme so nach vorne. Ich kann das doch nicht wissen, dass ich eine Fahrkarte brauche. Nee. Also sehr viele Schwarzfahrer unterwegs, muss man sagen. Und die Leute sind sauberer geworden. Das muss man wiederum auch positiv bemerken. Kein Müll. Eine Frau ruft hier gerade, so eine alte Omi ruft gerade beim Support an. Das ist sehr unterhaltsam gewesen. Das habe ich nicht mitgehört. Nee. Es sitzt nur eine hier hinten drin. Also das war die. Die hatte aber auch keine Fahrkarte. Also jetzt spielt sie an ihrem Handy. Oh, Zahltag gekriegt. Die spielt sehr verrückt auf dem Handy. Ja? Weiter geht's. Hallo. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Nee, hat sie nicht. Vielleicht bloß für eine Tarifzone gekauft? Wir haben einen neuen Kerl auf der Arbeit. Er ist hierher gezogen. Er heißt... Nächster Halt. Ob du es glaubst oder nicht, er ist hier noch nie aufgetaucht, weil er die ganze Zeit krank war. Seit seinem ersten Tag krank ist das zu fassen. Seit dem ersten Tag krank? Hey, haben wir nicht einen Busfahrer, Steven, der bei uns nicht fährt? Ah, ist wunderbar. Alle haben sie eine Fahrkarte gehabt, dann... Endstation, Highlander Park Hotel. Tschüss. Ja, das freut mich. Die läuft aber komisch. So ganz kleine Tippelschritte. Ja, das gibt's. Genau, und jetzt fährst du nämlich zum Terminal zurück. Nach links, aber warum? Okay. Aber warum du da so eine komische Rundung machst? Das verstehe ich nicht. Achso, du fährst einmal durch. Was ist jetzt deine nächste? Aha, ne? Haben wir drauf gesetzt. Aha, genau. Moin. Ja, fahr mal rechts hoch zur H. Und guck mal, ob das die richtige ist. Sonst musst du wirklich einmal... Muss H. Ja, oder? Muss H sein. Ja, oder du musst wenden, dann ist es A, was auch dumm ist. Aber da muss ich das nur in der Route ändern, dass es ein anderer Steig ist, siehst du? Das könnte es sein. So, warte, bearbeiten. Na, guck mal, hier steckt... Nee, hier hat doch nichts angesagt. Also ja, dann ist es irgendwie so. Ja, jetzt ist geändert. Aber noch nicht für direkt. Noch nicht jetzt wahrscheinlich für dich, aber für die Zukunft. Mhm. Das ist jetzt geändert. Das kann ist ich jetzt dein direkt hochfahren. Du musst, ja. Fährst du jetzt genau links rum, nimmst du jetzt mal A mit und dann... Oh, jetzt haben wir aber viele Fahrgäste plötzlich hier. Oh, die winken ja, das war leisig. Hoppala. Eieiei, also... Ja. Sagen Sie mal. Oh, Haltestelle kann ausgebaut werden. Hm? Ah, sehr schön. Hi. Hallo. Also unser Busfahrer ist heute ein bisschen neben der Spur, habe ich das Gefühl. Bestimmt. Der fährt schon zu lang. Hallo, herzlich willkommen im Bus. Das ist die allererste Fahrt nach Gold Island von diesem Transitterminal. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser allerersten Fahrt. Sie sind herzlich eingeladen, aber müssen ein gültiges Ticket vorweisen, ja. Brauchen Sie nicht so zu gucken. Ihre Freundin hat's doch. Wir drehen jetzt noch einmal herum. Jetzt hast du einen Fußgänger angefahren. Ja, 20 ist einfach Millionen rübergerannt, Schaden. Wo gar nichts war, wo so rüber. Jetzt 20.000 Schaden. Ich entschuldige mich für diesen kleinen Zwischenfall, das passiert bei unserem Kollegen leider häufiger. Das hat er mit direkt von Ampold vorgesorgt. Wir grillen ja heute auf Gold Island. Am Steg. Genau. Steg. Den Steg am Steg. Ja. Wir fahren jetzt noch ein wenig durch Highland Park.
Ja, hier, bitte einhalten, Herr Busfahrer. Ah, der Citaro K ist auch schon unterwegs an der North Mall. Ja. Sehr schön. Prima. Würde mich mal interessieren, wenn der jetzt noch durchfährt, ob der dann auch die Fahrgäste quasi befördert. Ja, wir haben noch grün. So, wir verlassen jetzt den Highlander Park. Und Nimitz in Seadrift ist eine Haltestelle von St. Anthony. Oh, hier müssen wir halten, genau. Ja. Aber die ist eine schöne Route, muss ich sagen. Hast du gut gelegt bisher. Ja, danke. Ich mochte sie auch. Warum auch immer mir jetzt... Mir wird ein weißer Weg angezeigt. Sie? Warum? Habe ich irgendwas ausgewählt? Vielleicht hast du einen Wegpunkt noch irgendwo ausgewählt gehabt. Ah ja, mit der rechten Maustaste kannst du einen Wegpunkt auswählen. Das wusste ich gar nicht. Na, fahren Sie doch. Wie er Also, hier, tja. Hat meinen bösen Finger gesehen. Jo, ich kontrolliere nochmal. Den braunen. Oh ja, ich hab's vielleicht schon mal. Ja, okay, ich hab sie schon mal. Sie hab ich noch nicht. Doch, hab ich schon. Sie aber noch nicht. Dich hab ich schon. Die sehen wohl alle zu ähnlich aus. Nee, die Diversität ist auf jeden Fall jetzt gegeben. Das ist schön. Sie hab ich noch nicht. Wann lernt meine Schwester endlich pünktlich Nicht ganz zu so viele sein? Zwillinge wie im 18er. Nee. Oh, ist das cool. Schöne große Brücke. Da genau, links ist der Leuchtturm wieder. Mensch. Genau, nehmen Sie mal vorbei. Und da rechts sieht man... Ja, was ist jetzt genau rechts? Ist das St. Anthony? Mit den Hochhäusern. Sehr cool. Wow, jetzt Hallo? Geht's aber runter. Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Ja, tschüss. So. Hallo. Jetzt im Tourist Center. Das ist die wichtigste Haltestelle. Herzlich willkommen im Gold Island Tourist Center. Bitte steigen Sie nun aus, um uns weitere Sachen zu zeigen. Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, richtig voll jetzt hier. Okay, also eine zweite Sehr Tour schön. Brauchen wir noch. Dann ja, haben wir mal was. Gucken, ob der Citaro K. Aha. Im Tourist Center hätten Sie Ihnen die passende Fahrkarte schon gegeben, aber. Das Man muss ja auch. Unbedingt zu spät kommen und deshalb... Achso, sie hatte ich doch schon. Diesen Vollbart kann ich doch nicht vergessen. Aha, sie haben auch keine... Ich sollte wieder auf die Innenkamera schalten. Warum gucke ich nach hinten? Warum ist das gerade so komisch? Bleib da einfach stehen. Jetzt wird's so einfach. So. Es wird wieder eine sehr lange Folge. Schon 10 Uhr. Ja, nö, wir sind doch gleich da. Also, jetzt ist gleich North Harborway, West Cove und dann Old Silo. Hättest du nicht einfach noch ein zweites Mal das Tourist Center reinpacken können? Nee, das habe ich doch gesagt. Also, ich weiß nicht, wie es geht. Rück zu? Naja, du kannst, wenn du es auswählst, dann nimmst du es wieder raus. Ah. Aber ja, das Ping-Pong wäre halt sinnvoll gewesen. Das ist einfach nur Tourist Center und dann hier wahrscheinlich... Oh, rennen Sie mit! Also der ist einfach vor den Bus gerannt. Was ist denn das bitte? Oh, ich hab's nicht gesehen. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen. Oh, 50% Teilschuld. Videobeweis. 50% die Dashcam. Ja, ganz genau. So, hallo, herzlich willkommen. Ah, alle raus. Ah, was haben Sie denn gemacht? Zauberei? Hexerei? Die ist ausgestiegen, aber rückwärts dann durch den Bus noch durchgelaufen und auf der anderen Seite der Straße entlang. Alter, jetzt habe ich wieder irgendeinen Fußgänger angefahren, anscheinend. Verbessere die Sicht im Regen mit Scheibenwischer. Ja, was war denn Scheibenwischer? B. Aua, ich habe mir den Kopf gestoßen. Hä? Hast du jetzt so abrupt gebremst? Ja, ich guck gerade, welche Knöpfe mein Ob ich das auf dem Lenkrad. Aha, hinten rechts, also wenn ich drauf gucke, hinten rechts, da sind die, die am meisten keine Fahrkarte haben. Schaffen die es nur, die Busse so sauber. Und da sitzt bestimmt auch du. Nee. Wir halten die Busse sauber, indem wir sie einfach immer sauber machen. Ja, was für ein Geheimnis. Er hat sich gerade Meine gefragt, Fahrkarte ist nicht in meiner Tasche, ob ich sie verloren habe. Hä,
Ja, was hörst denn du? Das höre ich nicht. Das steht ich bei dir links. Vorne stand. Achso, ich sehe es nicht. Mir wird das nicht angezeigt, glaube ich, wenn ich nicht selber fahre. Und ich habe nicht genug Geld dabei, um eine Fahrkarte zu kaufen. Hoffentlich werde ich nicht kontrolliert. Steht jetzt ich habe alle schon kontrolliert. Also, das ist... Kontrolliere nochmal. Ich glaube, da... Aber ich... Willst du auf deinen Steg? Ah, fällt ins Wasser heute, oder? Okay. Obwohl, müssen wir schon mitnehmen. Nö, wir haben alle eine. Das ist ja sehr seltsam. Aber das ist erst bei Old Silo gewesen. Also noch eine Haltestelle. Oh, kommen Sie rein. Hier müssen Sie keinen Schirm haben. Hier ist trocken. Oh ja, mit dem Schirm hier reinkommen. Voll in mein Gesicht geklatscht, den Schirm. Ja, mir auch. Wasser. Wahnsinn. So, hab eigentlich alle wieder kontrolliert. Oh, das Wetter wird ja immer düsterer. Hallo. Ich wollte mich eigentlich gar nicht hinsetzen. Ach, jemine, bei diesem Wetter da noch grillen. Ich würde aber sagen, wir steigen jetzt hier aus und machen uns noch einen entspannten am Steg, ha? Machen wir. Dann machen wir erstmal eine Päuschen sozusagen. Tschüss, schöne Fahrt noch alle. Hast du auch einen Regenschirm? Ich hoffe ja. Ja, hast du. Ja? Das siehst du theoretisch als Schatten. Ah ja, doch, habe ich. Schwarz, ja. Ich sehe meinen nicht. Ah, wenn ich manchmal... Wenn du rauszoomst, hast du nicht sofort einen in der Hand. Ja, genau. Springen! Ich wollte... Ah, Manu! Mit dieser herben Enttäuschung geht eine neue Folge vorbei. Ich wollte jetzt hier ins Kühle das springen. Ja, wollten wir alle. Und, hast du die Route überhaupt beendet? Der steht ja immer noch da oben. Wird jetzt gleich übernommen, weil ich zu weit wird weg jetzt gleich bin. Übernommen. Also der Citaro K war am Tourist Center und hat keine neuen Fahrgäste befördert. Das heißt, wir müssen diese Tour noch einmal fahren beim nächsten Mal und Steven ist aus seinem Krankenhaus, der hat den Bus übernommen. Sehr schön. Gut, wir haben Glück gehabt. Glück im Unglück, trotz dass wir hier im Regen stehen, haben wir ja Sonnenschein, also es ist immer wieder schön. Keine Ahnung, was ich gerade erzähle. Ich wünsche noch einen wunderschönen Sonntag, wunderschönen wir Tag. Wir lassen uns jetzt unser Steg schmecken. Ja, ja, dein Ohr, deine Augen, alles yummy. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal, bleibt chaotisch, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ah, rutschen. Guck mal, Aaron. Ja? Wie beim Bus Simulator 18. Stimmt. Und hui. Oh, mit der dreckigen Botten. Warte, kann man hier hinten hoch? Ja. Oh Gott. Durch. Wie weit oben bist du? Ja, ich will eigentlich nur rutschen gehen, aber man läuft halt gleich bis ganz hoch. Rutsche hochlaufen. Ah, nochmal. So. Kommt in 0 Minuten. Hui. Und rein ins Wasser. Guck mal zu mir. Das Auto hat mich einfach geschoben. Ja, macht's. Das ist auch das gleiche Asset wie aus dem Sanern, aus dem Bussimulator 18, oder? Hier mit der Schaufel. Haben sie einmal gebaut? Ja. Ja, die Mülltonnen kommen mir auch sehr bekannt vor. Also mir ist jetzt zu nass hier. Denkst du? Na dann. Ja. Hallo, Steven. Nee, du bist nicht Steven. Nimm mich mit. Haha, ich hab den schöneren Platz. Willst du die Fahrkarte? Ja. Haben Sie denn eine Fahrkarte, Steven? Wir sind ja immer noch ganz rot im Gesicht. Sie sollten wieder in Urlaub. Sie haben immer noch diesen Ausschlag. Aber wirklich? Das war was für ein Ausschlag? Was machst du jetzt? Zu mit der Tür. Fahren. Warum kann ich mich hier links nicht hinsetzen, hinter Ihnen? Man kann sich nicht auf alle Sitze setzen, oder? Nee, leider nicht. C, um aufzustehen. Okay. Alter! Steven! Die Tür ist offen. Es ist lustig, dass du das einfach während der Fahrt machen kannst. Das ist so dumm.
dass ich bestimmen kann, von außerhalb die Tür aufgeht. Oh. Haltewunsch-Taster kann ich leider nicht drücken. Das geht im Umsicht. Ja, du kannst da einfach die scheiß Tür aufmachen. Ja, das stimmt. Du brauchst den Haltewunsch-Taster nicht betätigen. Na, immerhin ist es hier trocken drin.